Warum ist das Wasser im Becken grün? Grünes Wasser bedeutet, dass du Algen im Pool hast. Sie vermehren sich im Wasser, das nicht ordnungsgemäß desinfiziert und gefiltert wurde. Im Wasser mit einer Temperatur bis 24 Grad ist auf die auf der Verpackung empfohlene Dosierung von Algenmitteln zu achten, um Algenbildung im Wasser zu verhindern. Wenn die Temperatur 27 Grad Celsius überschreitet, muss die Dosis verdoppelt werden. Wir möchten daran erinnern, dass die Poolchemie unabhängig davon, ob ein Schwimmbad benutzt wird oder nicht, immer angewendet werden sollte. Es ist wichtig, dass die Filteranlage 24 Stunden am Tag läuft. Dadurch wird die Algenvermehrung vermieden, die vor allem in stillen Gewässern vorkommt. Warum habe ich trübes Wasser im Pool und die Wände und der Boden sind rau? Trübes Wasser ist das Ergebnis der Ausscheidung von Calcium. Dies kann durch einen falschen pH-Wert des Wassers verursacht werden. Dieses Phänomen wird häufig durch das Füllen des Beckens mit Brunnenwasser verursacht. Wir empfehlen die Verwendung von Leitungswasser, das aber auch sehr hart sein kann. Dies führt auch dazu, dass sich Kalkablagerungen an den Beckenwänden absetzen. Wenn du weißt, dass du hartes Wasser hast, ist es ratsam, einen Filter in das Hauswassersystem einzubauen und zusätzlich regelmäßig den pH-Wert des Wassers im Schwimmbad auf 7,0 zu halten. Sowie geeignete Maßnahmen zur Regulierung der Wasserhärte wie Kalinex oder Kalzestab anzuwenden. Kalkablagerungen auf großen Flächen wie zum Beispiel einem Schwimmbad in warmer, feuchter Umgebung schaffen ideale Bedingungen für das Bakterienwachstum. Wie kann man das Problem des trüben Wassers im Pool beheben? Halte den pH-Wert des Wassers zwischen 7,0 und 7,4 und fülle das Becken mit Leitungswasser. Entferne eventuelle Ablagerungen aus dem Becken mit einem Staubsauger. Wichtig ist auch die Entfernung von Partikeln, die in Wasser gründlich aufgelöst sind, das heißt Salze, Säuren, Basen, Aminosäuren und Harnstoff. Dazu kannst du ein Koagulationsmittel mit einem breiten pH-Wertbereich verwenden, indem es die Trübung im Wasser minimiert. Das Präparat führt dazu, dass die Verunreinigungen in großen Konzentrationen übergehen, die vom Filterstand aufgefangen werden können. Verwende einen Poolsauger, der mit dem Skimmer verbunden ist, um größeren Schmutz zu entfernen, der sich auf dem Boden des Beckens abgelagert hat. Wichtig: Der Saugerschlauch darf keine Luft enthalten, um die Pumpe nicht zu entlüften. Die Filteranlage sollte während des Saugens immer auf Filtern eingestellt sein. Nach Abschluss der Arbeiten schalte die Filterfunktion auf Backwash-Rückspülung um. Achtung! Vergesse dabei nicht, die Pumpe auszuschalten, bevor die Filterfunktion am Mehrwegventil umgeschaltet ist. Während der Rückspülung werden die Ablagerungen und Verunreinigungen, die vom Sauger angesaugt werden, aus dem Filtersatz gespült.